Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Robert, ihr seid auf meinem Kanal gelandet und wir spielen Stranded Deep. Yo, in der letzten Folge haben wir angefangen, unser, was man hier sehen kann, neues kleines Domizil zu bauen, weil wir wollen ja nicht unter offenem Himmel schlafen, wer möchte das schon? Es ist ja auch fürchterlich schlechtes Wetter, also ich kann das verstehen, wenn man hier dringend ein Dach über dem Kopf braucht. Und um das fertigzustellen, hatte ich in der letzten Folge schon erwähnt, möchten wir oder müssen wir... ein bisschen was fällen. Das geht natürlich nicht mit einem Hammer, sondern mit dieser wunderschönen Axt. Und wenn ihr im Hintergrund vielleicht ein leichtes Klicken wahrnehmt, das ist mein Mausfänger, der gerade Arthritis oder Arthrose, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, entwickelt, weil ich wie ein Bekloppter hier drücken muss. Gedrückt halten ist anscheinend keine Option in diesem Spiel. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal bei Elite Dangerous hat mich irgendwann mal jemand aufgeklärt, ey, Robert, hier, halt doch einfach mal die Taste gedrückt, aber hier passiert... Ich gehe mich eine Runde schämen. Ich kann gedrückt halten. Das wird vieles viel einfacher machen und mein Finger wird es mir danken. Robert, du bist voll der Idiot. Du hast überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Richtig. Oh, ist das schön. Da kann ich mich jetzt total entspannen und irgendwas anderes machen in der Zwischenzeit, während der hier so vor sich hin hackert. Entspannung pur. Das, ich glaube, das war bei The Forest so, dass man immer drücken musste, um was abzuhalten. Aber das ist ja dann doch hier ein anderes Spiel. Und ich freue mich über diese Tatsache gerade gar sehr. Hurra, hurra für gedrückt halten. So, und jetzt gibt es wieder diese unfairen 4 Palmwedel nur. Unfair, wieso? Weil es zu wenige sind. So. Nauf hier auf dem Haufen. Und wir möchten uns noch einen Ruf bauen. So Ruf, so Ruf. Das hatten wir schon mal. Das ist nämlich nach wie vor on fire. So. Was schön. Okay. Das hat uns wieder 4 Stickies gekostet. In entsprechend... muss jetzt der nächste Baum dran glauben. Weil wir hier eklatanten Wendemangel haben. Und bald, naja gut, nee, es geht noch. Wir haben noch, achso, erstmal gucken, wie es mit dem Essen aussieht. Ja, wir könnten mal wieder hier so eine Kokosnuss wegschnabulieren. Komm mal her. Nüsschen. Und ich hatte ja eigentlich ursprünglich mal irgendwo so einen Haufen. Da ist er. Potato. Essen wir erstmal die. Ja, die Kartoffeln sind, also die sind nährwertmäßig der totale Knaller. Klönk, aufnehmen, trinken. Durst gelöscht, obwohl wir gar keinen hatten. Und jetzt müssen wir nur noch, jetzt müssen wir sie nur noch klein schlagen. Oh, ich bin so dankbar, dass es jetzt, achso, ich kann ja gedrückt halten. Dass es jetzt ein Geräusch gibt, weil in der Version vorher war es ja so, dass es kein Geräusch gab. Und man sich nicht so richtig sicher war, ob überhaupt der auf die Kokosnuss schlägt. Man hat es dann nur gesehen, dass dem so war. So, warum man die normalen Bäume nicht fällen kann, oder vielleicht geht es ja jetzt. Gleich mal gucken. Nö. Die sind unfällbar. Auch unfällbar. Das bedeutet, wir werden uns weiter an der Palme vergehen, wo wir gerade angefangen haben. Und das war diese. Palm Tree. Palm Tree. Heißt das Palm Tree im Englischen? Das wäre dann der Palmenbaum. Warum heißt das bei uns nur Palme? Ist das überhaupt ein Baum im klassischen Sinne? Er hat zumindest hier diese... In Biologie, was das ja dann im Endeffekt ist, womit man sich auch mit Bäumen und so beschäftigt. Oder gibt es noch Baumologie? Das würde man dann im Zweifelsfalle auf der Baumschule lernen. Und wo ich es ausspreche, schäme ich mich selber schon ein bisschen für diesen Witz. Da drüben baut sich unser Häuschen auf. Und wir schmeißen mal wieder ein paar Stickies. Schön geordnet. Oh, nein. Nicht schön geordnet auf den Fußboden und laufen zurück zu unserer angefangenen Palme.
zu unserem Palmenbaum, um diesen weiter zu verarbeiten. So. Das gibt hoffentlich jetzt nochmal wenigstens 8. Und so groß wie die Palme ist, könnte es sogar 12 Sticks geben. Aber das werden wir gleich sehen. Und was die in dem Hotfix noch eingeführt haben, ich habe noch keinen gesehen, aber ich habe auch noch keinen Hai gesehen, sind wohl Wale. Das sieht nichts nach Walen aus. Aber die Frage ist natürlich, Wale sind ja per se erstmal keine bösartigen Lebewesen. Weil die sind so groß, ich glaube, die kennen das Gefühl von Angst gar nicht. Ich weiß noch nicht, was sie für Wale eingeführt haben. Blauwale, dann... Die werden ja dann größer als so eine Insel wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Das sind sogar 12 Sticks, so wie ich es mir erhofft hatte. Da haben wir also wieder einen Haufen Sticks und relativ wenig Palmenblätter. Aber ich glaube, wir brauchen bloß 2 Palmenblätter für eine Wand. Und dann müssen wir uns nur noch dafür entscheiden, wo wir denn hingucken wollen. Also wollen wir lieber... zum Strand gucken oder möchten wir lieber unsere Insel angucken? Ich glaube, zum Strand wäre jetzt aus überlebenstechnischer Sicht vielleicht ein bisschen sinnvoller, weil man muss ja auch nach Schiffen Ausschau halten, ob uns nicht vielleicht mal jemand retten kommt. Wir sind ja anscheinend relativ wichtig, wenn man sich an das Intro zurückerinnert, sind wir ja mit irgendeinem Learjet geflogen. Das sah nicht aus, als wären wir jetzt hier der 0815 Klapshans. So, Hämmerchen, eine Wall. Ja, ich denke, wir werden, vielleicht machen wir es auch einfach nur so, dass die Seiten zu sind. So, da kriegt man sogar noch eine Wall bei rum. Und jetzt ist die Frage, auf die Insel gucken oder aufs weite Meer gucken? Ich glaube, wir werden aufs weite Meer gucken. Eben entsprechend aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Was ist, wenn hier ein Schiff vorbeikommt? Dann sehen wir das im Zweifelsfalle, wenn wir dann in unserem noch zu craftenden Bettchen liegen. Besser als wenn wir in die andere Richtung gucken. Weil dann schlafen wir vielleicht gerade in unserem Bett und sehen das nicht. Und so können wir dann vielleicht unsere Hütte anzünden oder so. Also wenn es dann irgendwann mal so weit sein sollte, dass uns jemand sieht. Also erstmal Überlebensgrundlage schaffen und dann gucken wir weiter. Warum bin ich jetzt eigentlich hier rübergerannt? Oh, jetzt bin ich wieder sinnlos gerannt, ohne dass ich mir irgendwas mitgenommen hätte. Noch zum Beispiel Sticks, die wir ja noch brauchen. Und die ganzen Krabben, die lachen mich schon so aus, ne? So, Honig. Und jetzt habe ich schon wieder Running Gag, ich vergesse meine Stoppuhr anzuschalten, damit die Folgen auch ja alle Überlänge haben. Ist ja notwendig und wichtig. Hier liegen ja auch noch mehr ab von denen. So. Nee, nicht aufnehmen, sondern wegschmeißen. Und vielleicht können wir uns ja noch so eine Art Terrasse bauen. Das halte ich eigentlich für eine gute Idee. Wir haben jetzt Massen an Sticks, mit denen wir nicht so richtig was anfangen können. Und zu wenig von den Dingern da oben. Obwohl, wenn wir die jetzt gefällt haben, dann wäre ich, glaube ich, einfach mal nur die Palmenblätter mitnehmen. Komm mit. Du fällst mir erst gar nicht erst um. Denn ich brauche nur deine Blätter. Du Sau, du Palmsau. Gib mir deine Blätter. Hey. Hey, du. Willst du Blätter kaufen? Gott, ich glaube, ich bin zu alt, als dass das alle noch verstehen könnten. Das war nämlich von... der Sesamstraße von vor vielen, vielen Jahren. Da gab es immer diesen etwas ominösen Typen, der da Kermit immer allerlei Sachen andrehen wollte. Unter anderem einmal Zähne. Oder war, hat er die Zähne Grobi angedreht? Ich weiß es nicht mehr so genau. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Okay. Stickety Stick Stick. Palme, 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 Palme Fong. So, einmal bitte Wall. Genau. Und noch eine Wall. Spektakulär. Und das sind zu wenig Sticks, um noch... weil das ist ja jetzt soweit hier erstmal fertig. Und jetzt baue ich mir aber dann doch noch
Wie heißt das denn? Noch eine Terrasse dahin. Und ich weiß gar nicht, ob das klappt, aber vielleicht können wir uns auf die Terrasse, obwohl die Steine sind mir fast zu schade dafür, auf die Terrasse dann noch... Also das Lagerfeuer setzen. Ich meine, brennendes Holz auf Feuer. Brennendes Holz auf Feuer, natürlich. Nee, brennendes Holz auf einem Holzuntergrund. Ich weiß gar nicht, ob das so eine schlaue Idee wäre. Der gesunde Menschenverstand sagt nein. Ich sage, wir können es ja mal probieren. Achso, wir brauchen ja gar keine Steine für das einfache Feuer, fällt mir da gerade auf. Und ich drücke immer noch, ich halt nicht gedrückt, warum auch immer. Trunk, Trunk, Trunk. Komm schon. So, das sind wieder 8. Das reicht erstmal ein bisschen. Das reicht zumindest jetzt für, mit den vorhandenen reicht das, glaube ich, für... Wohl, nee, 8 brauchen wir. Reicht nicht. Okay. Abschmeißen, abschmeißen. Abschmeißen, abschmeißen. Hammer auswählen. Und noch eine Foundation. Ja, jetzt mittig platzieren wäre schön. Und wie viel brauchen wir noch? Reicht nicht mehr für eine Foundation, reicht nur noch für Support. 1, 2, 3, das sind 5. Brauchen wir also noch 3 und dann ist die Terrasse auch fertig. Und dann können wir uns mal darum kümmern, dass wir noch ein Lagerfeuer bekommen. Aber ich schätze mal, es wird auf der Terrasse nicht möglich sein, das herzustellen. Und ich glaube, wir müssen uns dann bald auf Steinjagd begeben. Hoffe aber, dass wir diese Insel, auf der wir jetzt gerade sind, zumindest mal als unsere Heimatbasis behalten können. Weil wenn man sich ganz grob orientiert, ich meine, wir haben natürlich keinen Kompass oder ähnliches, aber das sollte ja dann doch möglich sein, dass man wieder in genau die gleiche Richtung zurückfährt, wie wo man hergekommen ist. So. Ja. Q ist die richtige Taste. Ich muss immer ein bisschen überlegen. Und jetzt noch diese Foundation hier. Zack. Wunderbärchen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, das reicht natürlich nicht für ein Lagerfeuer. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Was soll das? Ich möchte nicht nass werden. Nein. Jetzt setze ich mich hier in die Ecke und schmolle. Huch, und neblig wird's auch gleich. Sieht man keine 3 Meter mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt Nebel sein soll oder ob das eher jetzt quasi der Regen sein soll, der uns die Sicht vernebelt, ja. Ist ja an und für sich auch nicht so richtig wichtig, was uns jetzt nur die Sicht, was unsere Sicht trübt, sondern nur, dass sie getrübt ist. So, die Palme muss noch dran glauben. Immerhin ist er schön groß. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, dass die halt immer hier so nach oben fliegen. Und jetzt probieren wir mal was. Statt immer hin und her zu rennen, dachte ich mir jetzt gerade, schleppst du die Palme mit durch die Gegend. Und das geht auch, weil dann können wir die nämlich vor Ort zerlegen, anstatt dass wir immer hin und her laufen müssen. So. Palme mitgenommen. Einmal zerlegen und dann ein Feuerchen machen. Aber ich hätte es gerne, dass es geht, dass wir das dorthin setzen können. Aber nicht, dass das Feuer dann übergreift. Dann wäre ja alles für die Katz. Reicht das schon fürs Feuer? Jep. Natürlich nicht. Okay, egal. Wir packen es dann einfach. Hier hin. Anzünden. Was sagt eigentlich unser Essensdrang? Hält sich in Grenzen. So, dann möchte ich jetzt mal ganz kurz überprüfen, was unsere Steineanzahl sagt. Das sind 5.
5. Naja, gut. 5. 5 geht noch ein. Komm mit, Krabi. Wir müssen reden. Wir reden aber am Lagerfeuer. So. Das habe ich tatsächlich durch YouTube gelernt, dass man die auch einfach drüber halten kann. Ich meine, mit dem anderen ist es viel praktischer, aber so geht's auch. Und da essen wir mal was anderes als immer diese... Ein bisschen tiefer halten. Da essen wir mal ein bisschen was anderes als immer noch diese Kokosnüsse. Die hängen mir nämlich ehrlich gesagt inzwischen schon ganz schön zum Hals raus. So. Wie lange kann das eigentlich dauern, so eine Krabbe, eine Krabbe durchzubraten. Und ich habe zusätzlich gleich noch eine Idee. Wir werden uns nämlich, ohne dass wir Steine brauchen, einen Grill craften. Das ist kein Bug-Using, das ist einfach nur Physik-Using dann. Aber erstmal würde ich gern warten. Wo ist die Krabbe jetzt hin? Ah, hier. Die ein bisschen nass geworden, ist aber nicht weiter schlimm, schmeckt trotzdem. Ist dann mit Meerwasseraroma. Da wird sie jetzt beim Konsum um die Ecke oder beim Edeka oder beim Penny oder was weiß ich, da wird sie dann gleich mal 30 Euro bezahlen für lecker Krabbe mit Meeraroma. Meeresgeschmackaroma. Oder einfach nur salzig. Och komm schon, das dauert mir jetzt echt ein bisschen zu lang. Mach doch mal Pling. Danke. Cook Trap. Gegessen. Lecker. So, und jetzt, wir haben ja hier noch sehr viele Loks übrig. Werden wir uns einen Grill bauen. Ohne, dass ich dafür meine wertvollen Steine verschwenden muss. So, komm mit, werter Lok. Hat hier gerade jemand gepfiffen? Gepfiffen? Entschuldigung. Das sollte nicht so klingen, wie es klang, aber es klang tatsächlich so, als hätte jemand gepfiffen. So, du kommst auch mit. Wir müssen ja schließlich unseren Grill bauen. Geh doch mal ein bisschen näher ran. Genau so. Und dazu hat mich nämlich ein Bild, was ich bei der Steam-Gruppe gesehen habe, inspiriert. Wie sich einer auf diese Art und Weise... Meine Fresse, ich sehe hier die Hand vor Augen nicht, weil es regnet mir alles voll. Voll super. So, mal gucken, ob die Palme hier, also ob der... Ob die Axi-Palme noch mitmacht? Natürlich nicht. Oh, wir haben auch gerade gar keine Sticks mehr, ne? Dann muss das Messer dran glauben. Das ist dafür ein bisschen schneller. Was ist denn jetzt hier festgebackt? Festgebackt Trunk? So, auch gleich mitnehmen, aber wir hätten natürlich wieder den ganzen Baum mitnehmen können. Das wäre einfacher gewesen. So, wo ist denn jetzt hier unser... Ach, da drüben ist das Häuschen. So. Jetzt erstmal gucken, wie man das jetzt möglichst sinnvoll anfasst. Genau so oder so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Was sagt's Essen? Hm, geht noch. Notfalls können wir noch ein paar Kokosnüsse naschen.
Was sagt das Messer? Ist auch bald durch. Eieieiei. Ich und meine speziellen Ideen. Sticks habe ich auch nicht mehr einstecken, oder? Nein. Aber ich wollte das wenigstens mal probieren, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, einmal mitkommen, bitte. Immerhin hat es auf zu regnen. War ja jetzt schon unangenehm, wie doll und viel das geregnet hat. So. Hält nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Scheiße! Ach, ihr... Bleibt doch dann mal nicht dran. Dann machen wir es eben so rum. Okay, Feuer brennt... also Holz brennt anscheinend nicht auf Feuer. Ich gerade mal ein bisschen leiser. Ich muss mich konzentrieren. Okay, den Lock jetzt noch ein bisschen zu mir. Den Lock auch ein bisschen zu mir. Die sind natürlich auch unterschiedlich groß. Mensch, und du kannst nicht mal so ein scheiß Ding hier gerade halten, du Klapsmond. Kein Wunder, dass du hier fast verhungerst auf der Insel. Genau so hatte ich mir das vorgestellt, wie es jetzt aussieht. Bleib liegen, bleib! Nein! Oh! Meine Fresse, das war jetzt kacke hier. Scheißdreck. Ich muss mir jetzt eine Axt bauen, es nützt alles nichts. Oh, explodiert der mir hier gleich in tausend Sticks? Ja, okay, es war ein Versuch wert, hat nicht geklappt, was soll's. Bisschen Aufregung hat's mich gekostet, wahrscheinlich auch eine Gehirnzelle oder ein oder zwei oder drei oder vier. Bop, 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 bop. Und ich hätte gern eine Axt. Und wo ist die jetzt? Da, sie versteckt. Okay, die Sticks können wir trotzdem mal mitnehmen. Vielleicht klappt's ja mit den Sticks, das was ich mir hier so vorstellte. Muss ja nicht schön sein, es muss nur halten. Hm. So in etwa hatte ich mir das gedacht. So in etwa. Aber halt nur in etwa. Jetzt ist es sowieso aus. Das bedeutet... Wir müssen da erstmal wieder Sticks reinstecken. Okay. Vergessen wir das mit dem Grill. Mit dem selbstgeklöppelten Grill. Wir brauchen die Sticks jetzt, um uns noch ein Bett zu machen, damit wir auch mal schlafen können. Ich meine, wir haben uns jetzt nichts weiter getan. Nicht verletzt oder sowas, aber ein Bett wäre ja trotzdem schön. Bettchen. Und dann haben wir erstmal eine gute Ausgangsposition für die nächsten Folgen, indem wir uns dann wahrscheinlich endlich wieder aufs offene Meer begeben, anstatt hier die ganze Zeit noch Häuselchen zu bauen. Hatte ich nicht auch noch, genau, ich hatte ja auch noch hier liegt noch ein bisschen Lashing rum und ich weiß aber nicht mehr ganz genau wie das Bett eigentlich ging. Das waren ein paar Palmwedel, das waren ein paar Sticks. Ich glaube, vielleicht noch ein bisschen... das hier.
Löschi, die haben wir ja noch 3, 4 sogar rumliegen. Die können wir benutzen. Bett. Ja. Wäre auch zu einfach, oder? Gut, dann müssen wir halt wieder Hund draußen schlafen. Da ist jetzt unser Bett, aber die Sonne geht gerade auf. Entsprechend machen wir jetzt erstmal ein bisschen Ordnung. So, und Ordnung. Was bist du denn? Du bist rot und die anderen sind nicht so rot wie du. A small male crab. Ah, eine männliche Krabbe. Wir haben sowieso... Nee. Wir haben keinen Hunger, habe ich gerade festgestellt. Das ist mir jetzt zu doof, die zu kochen. Die können wir dort liegen lassen. Und wir räumen stattdessen ein bisschen auf. Sticks brauche ich auch gerade nicht. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Möp, möp, möp. Das bedeutet, wir haben 8 einstecken. 8, 8, 8. Und die 8, die kommen jetzt in unser Vorratslager. Wo sie alle einmal geklöppelt werden. Und damit wir die dann nachher gleich direkt wegnaschen können, für den Fall, dass es notwendig sein sollte. Und es ist gleich notwendig, weil wir schon einen ziemlichen Haufen Hunger haben. Die Hälfte ist schon weg. Durst haben wir auch, aber das ist ja 2 in 1. Das ist quasi wie eine Kinderüberraschung, nur ohne Schokolade. Ach, hier sind noch die Dinger. Ich dachte schon, ich kann da noch was bauen. So. Ja, komm, kling, klong, kloing. Das, einmal das. Und jetzt sollte es... Na, eine würde ich sagen, essen wir noch. Das Getränk können wir uns da drin jetzt schenken. Sehe ich gerade keine Notwendigkeit, das noch... Genau. So. Jetzt werden wir mal noch die verbleibenden Kokosnüsse hier aufsammeln. Das sieht aus auf der Insel. Meine Güte. Wenn die Mutti kommt, die sagt dann, Junge, du räumst jetzt als allererstes mal deine Insel auf. Dann reden wir weiter. Da ist... Was bist du denn? Ich hab dir nichts getan. Es hätte ja sein können, dass es ein freundlicher Fisch ist. Aber es war nur ein Hai. Seesterne kann man immer noch nicht essen. Sind die eigentlich genießbar, so im echten Leben? Gute Frage, oder? Aber gute Frage, nächste Frage, wie ich auch ab und zu mal zu sagen pflege. Jetzt macht sie Ding, Ding. Kommt ihr da die... Kommt ihr die Musik... Hatte sich eine Kokosnuss auf unser Floß geschleppt und wollte sich davon machen. Wir konnten sie zum Glück im letzten Moment davon abhalten. Brauche ich denn irgendwas gerade nicht? Das Floß können wir eigentlich mal... Da kann ich nämlich direkt mehr tragen. Nicht das Floß, sondern... Das Paddel können wir erstmal da lassen, damit ich noch ein bisschen mehr Kokonuts tragen kann. So. Reicht immer noch nicht. Die ganze Insel ist voll mit Kokonuts. Und wir werden dann wahrscheinlich nachher ein Häuschen haben, das voll mit Kokonuts ist. Denn wir haben festgestellt, dass das Häuschen irgendwie ein totaler Quatsch ist, weil wir da kein Bett reinstellen können. Und. So. Ach, das sieht doch so aus, als könnte man dann nachher ein leckeres Festmahl machen. Nur aus Kokosnuss.
können wir dann Kokosnusssaft trinken und uns einen Kokosnussgratin machen. Und dazu gibt es leckeres Kokosnussmousse. Eventuell können wir aber auch noch eine Kartoffel dazu braten. Da haben wir dann gebratene Kokosnuss mit Schichtkartoffeln. Schichtkartoffelsalat. Da freue ich mich ja schon drauf. Das sind aber auch viele. Wer soll denn das alles essen? Also ich bin ja eigentlich, theoretisch wäre ich jetzt hier, könnte ich mich die nächsten 2 bis 3 Wochen hier in die Ecke setzen und einfach nur ununterbrochen Kokosnüsse essen. Aber wer will denn das schon? Da stirbt man ja auch an Mangelernährung. Oh Gott, wenn die das noch einführen, wenn es noch Mangelernährung gibt in dem Spiel, dann stehen wir aber doof da. Dann fahre ich mit meiner Taktik des nur von Kokosnuss sich ernährens, ein Steinchen, fahre ich dann ziemlich schlecht, denke ich mal. Gut, ein paar Bäume stehen ja auch noch, wo wir noch mehr Kokosnüsse herbekommen können. Ist ja eigentlich was Spannendes irgendwo am Horizont? Irgendwo so Blubberblasen? Nee. Keine Blubberblasen. Nichts Spannendes. Das bedeutet, erstmal weiter sammeln. So, den Stein können wir jetzt noch missbrauchen, um den da hinzulegen, weil mir scheut es etwas davor, dieses hübsche Campfire zu machen. Weil das ja so viele Steine kostet. Irgendwie 6 oder sowas. Ich weiß noch nicht mal, ob wir überhaupt 6 haben. Ja, ich weiß nicht, wer das essen soll. Falls mal Besuch kommt, haben wir jetzt ein paar Kokosnüsse da. Muss man ja auch mal machen. Lecker. So, es waren aber immer noch nicht alle. Ich hatte hier überall, hatten sich noch ein paar versteckt. Genau wie die eine, die ja unbedingt mit dem Boot wegfahren wollte. Aber so langsam sind wir anscheinend durch. Mit der Kokosnusserei. Klar, also an den entsprechenden Palmen gibt es bestimmt noch ein paar. Kluck. Wenn die uns schon so anlacht, können wir die auch mitnehmen. Nein, nein, nein. Man muss ja nicht zwingend alle Palmen immer zerstören. Muss man nicht, sollte man nicht. Können wir uns jetzt hier bald in Kokosnüssen baden? Ja. Gibt es hier unter Wasser eigentlich noch was zu holen? Außer den kleinen Hai, den wir hier vorhin mal gesehen haben? Nö. Und ich habe gelesen, na gut, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich doch mal die Stickies mitnehmen. Ich habe gelesen, dass, obwohl, nein, die nehmen wir uns nicht mit, die stecken wir dort rein. Aber hier drüben liegen ja noch 2. Ich habe gelesen, dass die beste Waffe aktuell gegen die Haie sollen die Steinmesser sein. Und dann machen wir doch mal hier so. Gut. Genau, so, natürlich. Das Geräusch haben sie jetzt anscheinend entfernt. So, einmal hier hin. Crude Knife. Und das Crude Knife wird durch die Krabbe versteckt. Da ist es. Das soll aktuell das Beste. Die beste Waffe gegen Haie sein. Und deswegen so gut ausgestattet und fast auch gar nicht hungrig. Werden wir zum Ende der Folge jetzt mal noch zu diesem kleinen, was auch immer das ist, schwimmen. Gar nichts, wie es aussieht. Auch nichts drin. Schade. Aber hier eine schöne, lange Sandbank haben wir noch. Da hätten wir ja bestimmt fast noch was bauen können. Okay.
Gut, dann haben wir für diese Folge jetzt erstmal. Kann ich dich eigentlich auch abstechen? Nee, da braucht man diesen Speer für. Da haben wir jetzt erstmal unsere Basis soweit fertig gekriegt. Wenn ich ein bisschen näher komme, wird sie bestimmt auch gleich wieder auftauchen. Hallo? Basis? Ach, da ist er. Oh, was mir gerade auffällt, neuer grafischer Effekt anscheinend. Wir gehen mal ganz kurz nochmal unter Wasser. Ja. Nehmen heimlich noch den Stick mit. Und dann gehen wir wieder hoch und dann sehen wir, wie hier das Wasser so ganz langsam abperlt. Eigentlich ein cooler Effekt, aber das würde nur Sinn machen, wenn wir eine Brille aufhaben. Ich habe keine Brille auf. In-game weiß ich nicht. Egal. Ja, nächste Folge machen wir uns dann mal hier mit Flößchen und so auf zum nächsten Ziel. Weiß noch nicht, wo das sein wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, würde ich mich sehr darüber freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Robert und tschüss.